Hallo und herzlich willkommen an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Ich heiße Luis und ich möchte dir in diesem 360-Grad-Video unseren Campus zeigen. Dreh dich mit deiner VR-Brille oder verschiebe das Video mit Maus oder Touch, um dich hier umzusehen. Hinter mir siehst du das Gebäude 1 mit dem großen Audimax und den anderen Hörsälen. Im Obergeschoss ist unsere Bibliothek, die wir später noch besuchen werden. Links von mir ist das Gebäude 2. Dort haben die meisten Professoren und Mitarbeiter ihr Büro, aber auch eine Druckerei und Labore wie das Biologie-, Psychologie-, Usability- und IT-Sicherheitslabor sind hier untergebracht. Eine Verbindungsbrücke in der zweiten Etage bringt dich immer trocken ins Gebäude 3. Dort findest du Europas größtes FabLab. Das ist eine offene Werkstatt mit modernsten 3D-Druckern, Fräsen, Lasercuttern und vielen weiteren Werkzeugen und Maschinen. Kommen wir zum wichtigsten Treffpunkt der Hochschule, die Mensa. Diese ist im Gebäude 4 untergebracht, wo ihr auch das Student Service Center und das Welcome Center finden könnt. Schau dich ruhig noch einmal um, bevor es in die Bibliothek geht. Einen ruhigen Arbeitsplatz und natürlich eine Menge bedrucktes Papier findest du in der Bibliothek. Die Nutzung ist für Studierende selbstverständlich kostenlos. Schau dich ruhig um, aber bitte leise. Hallo. Hallo Sarah. Lass uns lieber in die Mensa gehen, um nicht weiter zu stören. Kurz vor 11:30 und es duftet so gut. In der Mensa findet jeder etwas Leckeres zum günstigen Preis. Für mehr Abwechslung gibt es zusätzlich zu den zwei Tagesgerichten eine Salatbar, ein Grill- oder Wokgericht und die Green Corner-Gerichte sowie eine Auswahl an Desserts und Snacks. Gut gestärkt können wir unserer Kreativität im FabLab freien Lauf lassen. Schau dich um, es gibt viel zu sehen. Auf dem Tisch hier drüben siehst du einige hier hergestellte Prototypen. 2016 hat das FabLab seine Türen für die Öffentlichkeit geöffnet und auch du kannst nach einer kurzen Sicherheitsunterweisung im FabLab arbeiten. Direkt neben dem Campus sind die Studentenwohnheime. In den vier Häusern und der Villa gibt es 120 Apartments, in denen Studierende und Gäste der Hochschule eine Unterkunft finden. Wie die ganze Hochschule sind auch die Wohnheime erst wenige Jahre alt und die Bewohner kennen sich untereinander. Und hier endet unsere Tour über den Campus. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich konnte dir einen guten Eindruck vom Campus vermitteln. Vielleicht bist ja auch du bald hier als Studentin oder Student unterwegs. Tschüss!